Es ist beeindruckend, welch vielfältige Möglichkeiten Pflanzen entwickelt haben, um ihre Fortpflanzung und Verbreitung sicherzustellen. Der Pollen kann im einfachsten Fall durch den Wind vertragen werden, viele Pflanzen nutzen aber auch Insekten als Bestäuber. Sogar Fledermäuse können, etwa in den Tropen, eine wichtige Rolle bei der Bestäubung spielen. Bei der Verbreitung der Samen helfen dann zum Beispiel diverse Flugapparate, die kilometerweit die Flüge ermöglichen. Oder es sorgen schmackhafte Früchte dafür, dass Tiere die Samen verteilen. Manche Pflanzen katapultieren ihre Samen in die Welt hinaus, andere schicken ihre Samen schwimmen. Und wenn der Samen dann an einer geeigneten Stelle angekommen ist, startet der nächste faszinierende Prozess. Der wasserarme Samen nimmt zunächst Unmengen an Wasser auf und sprengt seine Hülle. Dann schiebt der Keimling rasch seine Keimwurzel in den Boden und entfaltet Keimblätter und erste Laubblätter. Sobald der Keimling genügend grünen Blattfarbstoff gebildet hat, beginnt er mit der Photosynthese.